Herzlich willkommen und servus zu einer etwas spezielleren Folge von Bayerisch für Anfänger. Heutiges Thema: Bayern 3 Dorffest. Für alle, die hinter Mond oder außerhalb vom Sendebereich von Bayern 3 wohnen, das Bayern 3 Dorffest, kurz erklärt, ist ein Fest ausgerichtet vom Radiosender Bayern 3, für das sich verschiedene Dörfer bewerben können, dem dann diverse Challenges und Klickaktionen im Internet machen, um das Dorffest für sich zu gewinnen. Wenn sie das gewonnen haben, dann organisiert ihnen Bayern 3 ein Dorffest. Und dieses Dorffest findet dieses Jahr ca. 7 Kilometer vor meiner Haustür statt. Top Acts sind Milo, Namika und Mark Forster. Ja. Und ich gebe allen Besuchern, die der bayerischen Oberpfälzer Sprache nicht mächtig sind, natürlich eine kleine Starthilfe, damit euch auch ihr, die unsere Sprache nie so prickelnd beherrschen, auf diesem Dorffest zurechtfindet. Los geht's! Anfangen wird das Ganze natürlich mit der Anreise. Mosbach ist jetzt nicht gerade das größte Millionen-Weltmetropolenzentrum, das man sich vorstellen kann. Deswegen kann es schon mal zu Irrtümern bei der Anreise kommen. Solltet ihr nach dem Weg fragen müssen, wäre es empfehlenswert, dies auf Bayerisch zu tun. Kleines Beispiel. Entschuldigung, wo geht es denn hier nach Mosbach? Hört sich blöd an. Besser? Hey, geht's nach Mosbach? Das Entschuldigen Sie wird durch ein fröhlich frisch bayerisches Hey ausgetauscht. Wo geht's denn da auf Mosbach? Gerade in Mosbach angekommen, die erste Frage: Wo ist denn hier der Eingang? Ja, das Gelände ist groß, es sind ca. 12.000 Parkplätze geplant. Wo ist denn hier der Eingang? Pucht sie wiederum blöd an. Besser? Hey, wo geht's denn da rein? Natürlichste Körperreaktion innerhalb eines Festgeländes: Durst. Sie fragen: Entschuldigen Sie, wo bekomme ich denn hier ein Bier? Falsch. Wo gibt's denn da Bier? Bier? Zu oberpfälzisch Bier. Nachdem Sie Ihren Durst gelöscht haben, bekommen Sie natürlich was? Hunger. Frage zu Hochdeutsch. Wo gibt's denn hier etwas zu essen? Wo gibt's denn da was zu essen? Bei was zu essen wird das zu von was zu essen durch ein Z abgekürzt, dadurch hört sich das Wort erleichtert gezischt an. Was essen? Nachdem ihr höchstwahrscheinlich zu viel gegessen oder getrunken habt, müsst ihr natürlich wohin? Auf die Toilette. Die Frage nach einer Toilette auf Bayerisch ist sehr einfach als auch brachial gehalten. Wo ist denn da ein Scheißhaus? Nicht mehr und nicht weniger. Solltet ihr abends nicht mehr nach Hause kommen und auf irgendeinem Weg kein Hotelzimmer im Voraus reserviert haben, dann werdet ihr spontan auf Hotelzimmersuche gehen müssen. Die bayerische Frage hierzu lautet: Habt ihr jetzt noch ein Zimmer frei? Wie auch beim Wurstessen wieder sehr viel Gezische: Habt ihr jetzt nur Zimmer frei? Solltet ihr doch in der glücklichen Lage sein, einen Fahrer oder ein Fahrzeug für die Heimreise zu haben, gibt es nur noch eine Frage. Auf welchem Sender empfange ich in unserer Ecke Bayern 3? Zu bayerisch: Wo kriege ich denn da an Bayern 3 einer? Und die Antwort bekommt ihr von mir: Sendefrequenz 99,3. Ich wünsche allen, die aufs Dorffest kommen, viel Spaß, vielleicht sieht man sich. Bis zum nächsten Mal. Servus und denkt alle dran: Satz freundlich!